zu einem neuen Spiel, mal wieder. Und zwar von Trine 3 oder Drine 3, der Artifacts of Power. So, dann wollen wir mal. Beginnt an der Astralakademie, der größten Zauberschule im Königreich. Die Akademie bewahrte viele magische Geheimnisse. Und die Zauberer hatten geschworen, sie zu hüten. Eines Tages versuchte ein schreckliches Monster, das Eingangstor zu durchbrechen. Wie seltsam! Das Monster ist immun gegen unsere Magie. Nach allem, was hier in letzter Zeit vorgeht, glaube ich allmählich, dass wir Hilfe von außen benötigen. Lasst uns Hilfe holen. Wir brauchen unsere Helden. Also die Grafik sah ja schon mal sehr geil aus. So, dann rennen wir mal da hoch. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, um drin zu kommen in das Spiel. Also werden wir hier noch mal ganz gemütlich von vorne anfangen. So. Das Königreich steckt in Schwierigkeiten. Wer könnte da helfen? Aber natürlich die drei Helden aus unserer Geschichte. Amadeus, Pontius und Soja. Früher hatten die drei ein ganz normales Leben geführt. Damals bestimmten ihre Taten noch nicht das Schicksal ganzer Königreiche. Zumindest nicht, bis ein schicksalhafter Fund ihr Leben für immer veränderte. Denn sie fanden den Trine, das Artefakt der Seele. Ah, also doch Trine. Alles klar, wissen wir Bescheid. Los jetzt. Damals war Pontius, ein tapferer Ritter und Beschützer des einfachen Volkes, mitten bei der Arbeit. Er verfolgte einen Dieb, der einer armen Bauernfamilie ein Schaf gestohlen hatte. Dieser Tunichtgut muss sich hier irgendwo verstecken. Ich werde ihn kriegen. Sonst will ich nicht länger Pontius der Mutige heißen. Also Grafikstil ist das schon mal übelst geil. Also, gefällt mir. Man kann das Spiel so ja in 3D spielen. Könnte das so ja erstmal im normalen Modus spielen. Also praktisch dann Part 1, sag mal, in halt in 2D. Und dann halt nochmal Part 1 mit der gleichen Mission wie jetzt. Dann halt in 3D. Also das könnte man eigentlich machen. Jetzt werde ich den Herrn auch gleich mal versuchen. Also wird es wahrscheinlich erstmal ein Part geben ohne 3D und dann ein Part mit 3D. Sag ich mal. Das muss bestimmt gut kommen, sag ich mal. Also meine Meinung. Da ja ich ja hier so ein 3D-Bildschirm habe und jetzt so ja YouTube unterstützt, könnten wir das eigentlich machen. So. Den wir hier halt erstmal zerschlagen hier. Da ich ja schon Teil 2 gespielt habe, kann man auch hier auch mal Teil 3 spielen, sag mal. Hier sind doch bestimmt Kobolde in der Höhle. Hier sind eine riesen Melone hier. Geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, weiter hochkommen. Ja, wunderbar. Lass das Schaf frei, dann lasse ich dich gehen. Genau. Oh, aber das ist doch mein Schaf. Ihr müsst mich verwechseln, guter Herr. Du lumpiger Dieb. Kloppen die schon wie ein komisches Schaf, ey. Aber egal. Schappen wir erstmal hier rüber.
verfluchter Kobold! So. Sieht schon mal recht geil aus. Teil 2 war auch schon krass und ja, und 3, ja. Dazu kann ich ja echt nicht mehr sagen, einfach nur top. Dann werden wir mal hier die Teile einsammeln. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Oh, und Abflug. Ja, zack. Leertaste gedrückt halten und abwärts. So geht das. Sanft wie eine Feder. Denke ich auch. Oh, Leertaste und Doppelmaustaste. Wunderbar. So. Manchmal muss man einfach energisch auftreten. Schon recht cool gemacht, Alter. So. So, was haben wir hier schon? Ah. Komm ich hier hoch, genau. Na. Ah, warte mal, der kann ich da hier durchschlagen, oder? Okay. Ist eigentlich recht simpel, ihr macht hier das Game. Kann man nicht viel falsch machen. Da ist der verfluchte Dieb. Das arme Schaf wird noch als Koboldfraß enden, wenn ich nichts unternehme. Naja, ist auch nicht so schlimm. So, was müssen wir hier machen? Ach, na gut, die kann man ja ganz gemütlich zerstören. Ach, gehst du runter? So wollte ich's haben, genau. Wunderbar. Gabel weg! Das Schaf kommt mit mir zurück nach Hause! Das denke ich nicht. Ja. Das Schaf gehört mir. Ist er? Hab's dir gesagt. Na, ja, was kommt her? Ich mach euch alle fertig. Ist er? Das knacken. Oh, komm her. Na, wollte schon sagen. Das war ihr Ende. Ah, der arme Schaf. Jetzt bist du frei. Die ganze Mission wie so ein bescheuerter Schaf, ey. Geil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder. Haut rein, bis dann.